hier ist mein neues Spiel Dizzle. Und in diesem Video, keine Angst, es dauert unter 2 Minuten, werde ich euch erklären, was der USP, also der Unique Selling Point von diesem Spiel ist. Damit ihr den aber versteht, zeige ich euch erstmal, um was es hier eigentlich geht, also was das eigentliche Spielprinzip von Dizzle ist. Also, jeder Spieler hat dasselbe Level vor sich liegen. Das ist, wenn man so will, so eine Art Mini-Dungeon mit dem typischen Computerspiel Balder-Dash-mäßigen Items, wie auch immer. Einer würfelt alle Würfel und Reihe um nimmt sich dann jeder von euch immer genau einen Würfel und legt ihn passend auf sein Level. Und wenn die Würfel alle sind, malt ihr fette Kreuze auf die Felder, auf denen eben die Würfel standen. So breitet ihr euch immer weiter in eurem Level aus und bringt so zum Beispiel Bomben zum Explodieren, findet mega fette Edelsteine, düst mit der Rakete zu entfernten Planeten, sammelt Schlüssel, erreicht Zielfahnen als Erster, Zweiter, Dritter oder Letzter und, und. Am Ende bekommt ihr jedenfalls Punkte für all euer Wirken und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Ganz einfach. So, und was ist jetzt der USP an Dizzle? Denn ich meine, irgendwelche Balder-Dash-Puzzle-Verschnitte gibt es ja nun wirklich überreichlich und Roll-and-Write-Games mittlerweile auch. Aber, und jetzt kommt's, während diese ganzen Roll-and-Writer immer mit einem eher eintönigen, weil Zettel für Zettel immer gleichen Level-Block daherkommen, hält dieser erste Dizzle-Block hier satte 4 verschiedene Level bereit. Und auch klar, zig weitere Level sind, wie ihr hier auf meinem geheimen Spieleerfinder-Screen seht, schon längst in der Mache. Bald wird es also vielleicht sogar noch Vulkane, Katapulte, Diebe, Münzen und was weiß ich noch alles geben. Ich habe sogar schon überlegt, ob Schmidt oder ich euch irgendwie einen Online-Level-Editor zum Selbsterfinden von Leveln basteln. Mal sehen, ist alles Zukunftsmusik. Besser also hier nochmal die aktuellen Hardfacts zu Dizzle. Ist ein innovativer Roll-and-Writer für 1 bis 4 Personen ab 8 Jahren, dauert ungefähr 20 Minuten und ist erschienen bei, guckt, da seht ihr das, Schmidt. Ciao.